entschuldigt, Leute, ich muss mir das tatsächlich aufschreiben. Damit ich das dann gleich suchen kann. War nicht tödlich. Was? Obduktionsbericht. Obduktionsklasse A. Durch Dr. Gray. 42, weiblich. Tod bei Ankunft nach Ertrinken. Eine Stichwunde, linker Lendenbereich 2 Grad nach Angriff mit Schere durch Tochter. Keine Vorerkrankungen bekannt. Sektionsbefund. Schaumpilz in Mund und Nase, Hirnödem, Wassereinlagerung in der Lunge, pulmonale Ödeme und Emphysea, Aquosum, Blähbauch, 2% Mageninhalt, Stichwunde, 7,6 cm linker Lendenbereich. CT-Befund, Flüssigkeit in Nasennebenhöhlen und Luftröhre, bilateraler Pleuraerguss. Anzeichen von Einatmen von Süßwasser. Hämolyse diffus. Zusätzliche Faktoren, die nicht die direkte Todesursache waren. Tötung. Bei nicht natürlicher Ursache. Wie wurde die Verletzung verursacht? Mit einer Schere. Anschließend fiel das Opfer ins eiskalte Wasser. Wurde für einen oben benannten Befund eine Operation durchgeführt? Nein. Techniker S. Silver, Autopsie beobachtet durch DCPD, Department Eddie Brown. 15 cm lange Stichwunde, nicht tödlich. Tod durch Ertrinken. Überprüfung vor der Untersuchung durch stellvertretenden Pathologen. Kennzeichnungen, Kleidung, Röntgenaufnahmen, medizinische Akten. Blutgruppenbestimmung. Entnommen durch MG und SS. Herzblut, Femoralblut, Urin. Aus den Lagegefäßen Standard Nummer 1. Toxikologische Analyse angefordert. Blutbild und Alkohol. Analysen positiv. Thank you.
05 R6 1889. Da. Kriminalbericht. Berichtsenthalt Tötungsdelikt. Name: Mary Ann Ronan. Tatort: 12 Canary Road, Delos Crossing. Datum und Uhrzeit des Vorfalls: 1.3.05, ca. 22 Uhr. Datum und Uhrzeit der Meldung: 1.3.05, ca. 22.29 Uhr. Opfer bedrohte eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe. Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, woraufhin dieses in den See fiel. Mitarbeiter im Dienst. Beweismittelauflistung. Gegenstand 1, Menge 1, Schrotflinte. Seenummer 3594355. Zugelassen auf Samuel A. Kansky. Marke Wrestler 3121, Model 9mm. Sonstiges dunkles Holz. Der gesamte Tathergang. Wow, das ist ja ein halber Roman. Brown ist richtig eloquent. Er ist kein Autor, Tyler. Fallschilderung. Zusammenfassung des Berichts. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Mary Ann Ronan, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Rustler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, 11 Jahre alt, die Garage, um seine Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den es von seiner Schwester erhalten hatte. Die Zeugenaussage von... Der Zeugenaussage von uns zufolge reagierte Mary Ann auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte uns mit der Schrotflinte. Wir flohen aus der Garage in Richtung des Sees und riefen laut um Hilfe. Mary Ann folgte uns, nach wie vor bewaffnet, auf den Pier auf der Südseite des Grundstücks. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugin, also unsere Schwester, ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie wir von Mary Ann bedroht wurden und mit der für den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Beide Zeugen sagen aus, dass Mary Ann Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Um 22.29 Uhr erhielt Officer Christian Holt, Dienstnummer 55899, das Dallas Crossing Police Department einen Anruf von, jetzt wissen wir nicht, ob das unsere Schwester oder wir waren, in dem der Vorfall geschildert wurde. Streifenpolizist Jay Chen, Dienstnummer 5622, wurde an den Tatort entsandt. Chen riegelte den Tatort ab, eröffnete ein Tatortprotokoll und versorgte die beiden Jugendlichen. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in ihrer Zeugenaussage. Benachrichtigung an der Ermittler. Am 1. März 2005 beobachtete Officer Christian Holt seinen Partner, Officer Eddie Brown, benachrichtigte Officer Christian Holt seinen Partner Officer Eddie Brown per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Ermittlung. Holt und Brown erreichten den Tatort gegen 22.58 Uhr. Sie stellten fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Die Canary Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuschen befinden. Die Ermittler bemerkten eine geladene Schrotflinte der Marke Rustler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Die Ermittler sprachen mit den Zeugen. Unsere Schwester sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie Schreie hörte. Sie sei die Treppe hinuntergelaufen und habe dort durch das Küchenfenster uns gesehen
und unsere Mutter Mary Ann. Wir haben versucht wegzulaufen, doch Mary Ann habe gedroht zu schießen. Den Aussagen bei der Zeugen zufolge soll sie gesagt haben, ich bring dich um. Wir stachen dann auf die Mutter ein bei dem Versuch zu entkommen. Mary Ann verlor das Bewusstsein und fiel ins Wasser. Beweismittel Nummer 1, Wrestler, die Schrotflinte. Okay. Bist du allein? Wo ist dein Papa? Hier sind nur ich und meine Schwester. Hör zu, Kleine, wie lautet deine Adresse? Canary Road 12. Bitte. Schnell. Bleib einfach, wo du bist, okay? Wir schicken dir Hilfe. Nicht auflegen. Hab ich schon gesehen. Dallas Crossing Police Department. Hallo? Hallo? Hallo, ich kann dich hören. Meine Mutter. Sie ist ins Wasser gefallen und taucht nicht mehr auf. Okay, wo bist du jetzt? Zu Hause. Wir sind zu Hause. Bist du allein? Wo ist dein Papa? Hier sind nur ich und meine Schwester. Hör zu, Kleine, wie lautet deine Adresse? Canary Road 12. Bitte. Schnell. Bleib einfach, wo du bist, okay? Wir schicken dir Hilfe. Nicht auflegen. Ja, haben wir schon gehört. Sieht so aus, als hätten wir alles. Autopsie, Polizeibericht. Hab ich schon gesehen. Eddie Brown. Jawohl, die haben wir auch beide. Ja. Haben wir schon. Hab ich schon gesehen. Mhm. Okay. Gut. Können wir das wegräumen? Nee, können wir nicht. Gut, dann sollten wir uns jetzt mal rausmachen. Nee, sollten wir nicht. Irgendwas habe ich noch nicht gefunden. Ah, wir können jetzt auch 4 Dinge machen. Da, genau. Das hatten wir noch nicht. Fax ans Jugendamt 0501 kommen. 05. Die Nummer lautet 0501 COM EBR. Okay, hier ist sie. Scheiße, unglaublich. Brown hat Mary Ann in das Jugendamt gemeldet. Was? Wo bist du?
Was ist los? Okay. Pax-Informationen. Betreff eidesstattliche Aussage, Familie Ronan. Anmerkung, ID gesendet, Zustellung erfolgreich. Okay. Okay, ist das eine neue Information? Können wir damit noch was suchen? Jugendamt, Kinder der Ronans. Hier spricht Officer Eddie Brown. Hallo, Officer Brown. Hier spricht Simone Prue von der Jugendschutzbehörde. Guten Tag, Mrs. Prue. Ich rufe wegen der Ronan-Familie an. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass wir Untersuchungen eingeleitet haben. Verstehe. Gibt es zusätzliche Personen, die wir befragen sollten, wenn wir vor Ort sind? Ja, Samuel Kansky ist ein enger Freund der Familie. K-A-N-S. K-Y. Perfekt. Die Sachbearbeiterin Sandy Black wird am 5. März eintreffen. Sie kommt dann zuerst bei Ihnen auf der Wache vorbei. Mrs. Prue, wie besorgt sollten wir sein? Das kann ich wirklich erst sagen, wenn wir uns ein Bild gemacht haben. Natürlich. Nun, einen schönen Tag noch, Mrs. Prue. Ihnen auch, Chief. Ich habe gehört, dass die Brown mit dem Jugendamt gesprochen hat. Hat's getan. Hat sie gemeldet. Vielleicht war er nur ein Mittelsmann. Vielleicht hatte er keine Wahl. Wir müssen weitersuchen. Okay. Ich suche die Nummer. 05-R68-MESC. Die Nummer lautet 2005
201546. Da. Was zum Teufel? Der Sandy-Kind ist von Bartos übergehackt. Okay, hier ist dann die Beschreibung. Okay, am 31.01.05 gegen etwa 10.45 Uhr betrat Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Vecchi geführten Geschäfts Vini Vidi Vecchi. Mrs. Vecchi gab an, sie habe Mrs. Ronan etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Vecchi gab an, sie habe zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden, Ronan nicht die ganze Zeit über im Blick gehabt. Vecchi sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Ronan sie gefragt, ob sie Rauchspiralen für Mückenabwehr im Angebot habe. Vecchi erklärte Ronan, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Vecchi gab an, etwa 5 Minuten später an den Regalen vorbeigegangen zu sein, an denen Ronan sich aufgehalten hat und das Fehlen einiger Packungen Waschpulver bemerkt zu haben. Vecchi bekräftigte, die Regale erst kurz zuvor aufgefüllt zu haben und dass an diesem Morgen niemand sonst den Laden betreten hatte. Mrs. Vecchi sagte aus, sie habe Ronan bereits früher des Ladendiebstahls verdächtigt, insbesondere in Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Mrs. Vecchi gab außerdem an, Grund zu der Annahme zu haben, Ronan mache sich der Kindesverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind aller Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Vecchi hielt es für möglich, dass die Kinder in dem Haushalt Misshandlung irgendeiner Form ausgesetzt seien. Harter Tobak, Leute. Ich muss mich beeilen. Mist. Tut mir leid, Tyler. Ich konnte ihn nicht stoppen. Er kommt auf dich zu. Raus. Onkel, wir wollten nicht... Ich sage es nicht zweimal. Du gottverdammter Heuchler. Ich sagte raus. Hey, lass mich los. Möchtest du hier übernachten? Los! Ich hab gesagt, fass mich nicht an. Na los. Ihr habt Glück, dass ihr zur Familie gehört. Ja. Familie. Und um Allisons Willen sollten wir reden. Worüber? Über unsere Akte? Wir wissen vom Jugendamt. Warum? Warum hast du sie verraten? Und warum Tessa? Okay. Ja, hast recht. Wir müssen reden. Ja, Leute, und damit bedanke ich mich wieder fürs Einschalten, Zuschauen, für Däumchen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Still Tell Me Why spielen.